Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des TVB gegen den TBV Lemgo-Lippe. Wir begrüßen Florian Kirmann, den Gästetrainer, und Roy Sanchez, unseren Trainer. Und darf Flo bitten, mit seinem Kommentar zum Spiel zu beginnen. Ja, schönen guten Abend. Jetzt ist die Monsterwoche für uns zu Ende. Wir haben das vierte Spiel in 7 Tagen gemacht. Und ich kann, glaube ich, jeden Hut, den ich habe, und jede Mütze ziehen vor meiner Mannschaft, was die heute auf die Platte gebracht haben. Nach der Belastung, gerade im Angriff, wir haben in beiden Halbzeiten nur 3 technische Fehler gemacht. Wir haben überragend auf den Punkt gespielt, haben sehr konsequent abgeschlossen. Und ich glaube, das war der Schlüssel heute für den Sieg. Ja, ansonsten muss ich, glaube ich, das Spiel erstmal sacken lassen, 37-40. Wir wussten um das Tempospiel von Stuttgart. Wir haben versucht, es ihnen wegzunehmen, so ein bisschen, hatten aber Probleme, aus der Sperre zu kommen, hatten auch das Probleme dann mit den schnellen Beinen von Hanusch und Runarsson. Und ja, hatten nie so richtig den Zugriff. Und dann fehlen uns ein paar Tempotore. Aber wenn man so gut Angriff spielt, kann man sich das leider dann auch leisten. Oder leider, zum Glück. Ausschlaggebend waren dann vielleicht einfach diese 2, 3 Steals, die wir machen, wo wir einfache Gegenstöße machen. Und die haben dann den Ausschlag gegeben. Und ich denke, zum Ende haben wir trotz der Deckungsumstellung von Stuttgart auf 5-1, auf 4-2, wir hatten immer irgendwo eine Antwort. Wir haben dann immer noch ein Tor gemacht, und das war wichtig. Und ich glaube, dann haben wir auch verdient gewonnen. Danke. Danke, Flo. Roy, bitte. Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch an Florian und an Lemgo für den verdienten Sieg. Das ist der nächste Schlag für uns und tut natürlich weh. Also wir brauchten, oder wir haben über ein Tempospiel gesprochen, weil wir haben vermutet, dass Lemgo müde war nach dieser Monsterwoche, wie Flo das genannt hat. Aber wir haben wirklich viele, viele Schwierigkeiten in der Abwehr gehabt. Natürlich, wenn du 40 Tore in der Bundesliga bekommst, ist es schwer zu gewinnen. Trotz 33 Fouls, also das war auch liegt, dass Lemgo diese Qualität hat, wie Florian gesagt hat. Die haben kaum technische Fehler gemacht, und die haben nach Freiburg sehr, sehr schlau gespielt, mit sogar vielen Schlagwürfen von Kogut und Karlsburger, besonders in der ersten Halbzeit, fast bei passiv. Und das könnten wir nicht verteidigen. In Angriff war gut, Tempo war gut, Konter war gut, aber wie gesagt, die Abwehr heute war sehr, sehr schwach leider. Und deswegen hatten wir keine Chance, am Ende das Spiel zu gewinnen. Aber jetzt müssen wir weiter. Die Mannschaft hat bis zum Ende gekämpft. Und haben jetzt natürlich Kiel, die sehr schwer ist. Aber Kiel, Göppingen, 4 Punkte noch. Und wir haben noch 3 Punkte Abstand von Balingen. Und das ist Abstiegskampf. Ja? Jede Woche so, von Anfang an. Der Mentalität wieder aufbauen, wenn du einen Schlag bekommst. Und darum geht es solchen Fight. Müssen wir einfach weiter und uns für das Spiel gegen Kiel uns gut vorbereiten. Dankeschön, Roy. Fragen an die beiden Trainer. Joachim? Ja, Roy, was macht der Mut noch für die 2 Spiele, was Sehbares rauszuholen? Denn Roy Sanchez, was denn noch Mut macht für die kommenden 2 Spiele, was Zählbares zu erreichen? Also ganz ehrlich, wir müssen diese Drama ein bisschen wegschieben. Wir haben 3 Punkte Abstand mit Balingen, 3 Punkte Abstand, das müssen wir auch eine Werte geben. Und nach dem Spiel gegen Hannover, das Spiel am Mittwoch, also das ist nur Drama hier. Und wie gesagt, wir müssen uns gut vorbereiten, und diese Liga gibt ja immer eine Chance zu punkten. Natürlich in Kiel ist sehr, sehr schwer. Vielleicht hast du 1% Chance, aber wir müssen daran kämpfen. Und danach in Göppingen, warum nicht? Das ist ein Derby. Derby sind andere Spiele. Und wir müssen auch, wie gesagt, gut die Fehler analysieren und weitermachen. Es ist noch nicht Urlaub. Wir haben eine Woche vor uns, und es sind 4 Punkte und keiner weiß. Anne? Top-Gegner aufzählen, wo ihr richtig gut gespielt habt. Und auch heute war es ja so, dass ihr immer in der ersten Hälfte geführt habt, dann immer nur 1 Tor, 2 Tore hinten ist. Aber dann ist immer ein Knacks im Spiel, wo es dann mal relativ schnell 3, 4 Tore gibt, und die kann man dann eben nicht mehr aufholen. Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber welche, die man umstellen muss? Frage nach dem
Knacks im Spiel heute. Was denn heute den Ausschlag? Aber Daniel, du hast das auch gesagt. Das ist ein Top-Mannschaft. Das ist der Pokalsieger hier. Die Europa Handball League spielt. Natürlich, die haben eine mega gute Truppe mit viel Qualität. Und irgendwann ist unsere Qualität ein bisschen niedriger. Und irgendwann machst du diese Fehler. Und das ist passiert. Wenn du wirklich auf der Augenhöhe das Ding hast, kann das gut passieren. Manchmal machen wir bis zum Ende und sogar siegen wir diese Spiele. Aber normalerweise gegen solche Gegner sollst du verlieren. Das ist einfach so. Ja? Deswegen spreche ich über dieses Drama. Also das ist kein Drama, dass wir gegen Lengo verlieren. Das ist normal. Das ist überhaupt normal, dass du gegen Lengo verlierst. Egal zu Hause oder in Lengo. Kannst du das Spiel gewinnen? Klar. Aber kannst du auch normalerweise verlieren. Darum geht's. Dankeschön. Keine weiteren Fragen mehr. Flo, dann wünschen wir euch eine gute Handfahrt und schöne Weihnachten dann. Nach dem 13.6. Spiel, genau. Und dann einen guten Abschluss noch dann gegen Kiel. Dankeschön, alles Gute euch. Dankeschön, Roy. Ciao, bis zum nächsten Mal. Voll danke. Weiter.